herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Moment mal, Epic, wir sind wieder hier, denn wir wurden einfach von einem kleinen Noob gechallenged. Schau mal, der hat da hinten einfach sein kleines süßes Häuschen und sitzt da ganz rotzfrech drinne. Und Moment mal, ich rede mal ganz kurz mit ihm. Hallo, kleiner Noob. Hey, ihr Noobs, ich challenge euch. Ich bin der beste Noob im Dropper. Baut mir einen, den ich nicht schaffe und ihr bekommt meinen geheimen Schatz. Los! Okay, also du hast irgendwo einen geheimen Schatz. Okay, okay, okay. Mal gucken, was wir da auf jeden Fall, was ist hier eigentlich los? Was wir da auf jeden Fall von ihm bekommen werden. Und schau mal, hier ist schon alles vorbereitet. Wir haben einmal eine Fläche für mich und da oben eine Fläche für dich. Das heißt, wir werden den Dropper verbinden. Du wirst einen Abschnitt bauen und ich werde einen Abschnitt bauen, den unteren, du den oberen. Wir müssen irgendwie kurz danach gucken, wie wir den verbinden. Und ich bin so gespannt, ob der Noob den Dropper schafft. Wir sollen ihn auf jeden Fall richtig trollen, würde ich sagen. Das stimmt. Wir müssen den Dropper so schwer wie möglich bauen. Ja. Das wird super, super, super cool. Okay, damit würde ich sagen, ich gehe mal auf meine Seite und fange gleich mal an zu bauen. Ich hole mir ein paar Blöcke, wir machen das alles schön rosa, pink. Moment mal, irgendwo haben wir bestimmt so einen coolen Clay. Genau das will ich. Das will ich nicht. Das will ich haben. Und vielleicht mache ich sogar eine coole Form. Ah, das weiß ich noch nicht, ob ich das so gut machen kann. Vielleicht mache ich so meinen, dass meiner Große wieder enger wird. Das ist ganz nice, glaube ich. Das stimmt. Okay. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall hier schon die Grundform gebaut insgesamt. Ja. Und so. Die Grundform ist schon fertig. Sehr gut. Ja, und weißt du schon, was du für Trolls reinmachen wirst? Oder willst du mich da überraschen? Ich habe ein paar Ideen. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall ein bisschen Fake-Wasser und Fake-Lava platzieren. Das wird, glaube ich, cool. Ja, das ist und nice. Und vielleicht richtig doll schwierige Sprünge durch so kleine Ringe durch. Das wird auch nice, glaube ich. Mhm, ja, das ist cool. Okay, warte mal. Dann gehe ich jetzt gleich erstmal auch anfangen, hier nach unten zu bauen. Beziehungsweise vielleicht könnte ich sogar direkt hier unten das Ziel machen. Okay, da habe ich natürlich auch eine Aufgabe vor mir. Sorry, Schweinchen. Sorry, Schäfchen. Okay, vielleicht mache ich wirklich hier unten erstmal alles. Dann könnten wir vielleicht... was können wir denn hinplatzieren? Ich glaube, ich baue hier unten tatsächlich so eine kleine Art von Dorf rein. Das heißt, ich mache ein paar Häuser hin und gucke dann vielleicht, dass man... Oh, gibt es hier Slimies? Das wäre nice. Warte mal, gibt es Slimies? Kann man auf den springen schon? Ja, wir machen was mit Slime. Ich weiß, was ich mache, Epic. Du kannst es ja schon wissen. Ich mache irgendwie, dass er auf jeden Fall auf den Slime aufdotzen muss und wo reinspringen muss. Oh, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob er das checken wird. Ich bin hier auf jeden Fall gerade am Start dran. Hier oben kommt man auf jeden Fall hin. Hier kann man starten. Dann geht es von hier in den Dropper nach unten. Okay, ich werde es auf jeden Fall relativ knifflig bauen hier insgesamt. Ja, musst du auch. So. Dann kommt hier mein erstes Häuslein hin, vielleicht auch mein einziges, da bin ich mir noch unsicher. So und so, also unten, die Kulisse muss ja jetzt nicht so krass sein, deswegen ganz entspannt. Wir hätten jetzt hier so ein ganz kleines Dorf und da würde ich sagen, ich fange jetzt hier an. Übrigens ist das Fake-Wasser. Ah, da wollte ich doch irgendwie so einen kleinen Twist reinmachen. Moment, 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 Moment. Haben wir hier irgendwo noch einen niceen Slab? Vielleicht den hier? Oder einen ganz normalen. Ah, nee, komm, wir nehmen einen ganz normalen Slab, also einen Cobble-Slab. So, dann gehen wir nämlich hier eine. Oh mein Gott. Eine Lücke reinmachen. Dann denkt der Noob vielleicht, dass er da hin muss. Das ist ganz lustig eigentlich. Und Epic, wenn wir es ja nicht schaffen, also wenn er es nicht schafft, sorry, dann bekommen wir seinen Schatz. Vielleicht bekommen wir Diamantos oder sonst was. Oh ja, was wir bekommen. Das ist cool. So, okay. Da kommt er auf jeden Fall nicht raus. Wie gesagt, es ist Fake-Wasser. Der wird da einfach eiskalt, ja, wahrscheinlich weggeschnetzelt werden. Dann gehe ich jetzt erstmal anfangen, nach oben hinzubauen, zu deiner Plattform sozusagen. Und ich hoffe auch, dass es genügend Platz ist. Aber guck mal, insgesamt ist es ja dann, ja stimmt, bei mir ist es auch nicht so viel Platz, Epic. Das ist nicht so gut. Weiß nicht, ob ich so viel machen kann bei mir. Das ist eher die Sache. Ja, ich habe jetzt bei mir auf jeden Fall... Ja, es ist ein bisschen eng. Es könnte ein bisschen größer sein vielleicht. Ein bisschen länger vielleicht auch, ne? Ja,
aber wenn du halt, dann müsstest du ja auch nach oben und ich noch ein bisschen nach oben, ne? Das ist schwierig, das jetzt zu ändern für mich. Also Leute, guckt mal, das ist viel zu wenig. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, der Epic geht einfach höher und ich einfach weiter runter. Das bedeutet, wir haben hier gar kein Ende, sondern nur eine Station. Und jetzt wird's ganz interessant, denn theoretisch können wir dann wirklich hier es einfach weitermachen. Wir haben dann zwar hier jetzt das Fake-Lava-Wasser, würde ich sagen. Ich mache da mal ein paar Schilder hin, dass man auf jeden Fall wieder da gut rauskommt. Vielleicht dann hier, da. Kann ich das hier auch hinmachen? Nee. Da und da. Und dann kommt da drunter. Ja, da drunter kommt dann richtiges Wasser. Und dann mache ich das Ganze wieder groß. Das muss ich natürlich jetzt mal ganz kurz alles ausgraben, dass wir auf jeden Fall da wieder Platz haben. Und der Noob müsste sozusagen dadurch. Aber hier machen wir natürlich auch noch was hin, keine Sorge. Das wird schon alles noch ein bisschen größer gemacht. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt trotzdem erstmal ganz kurz gucken, dass ich weiß, wo lang ich runtergraben muss. Von hier nach da und von alle Ecken sozusagen, dass ich die markiere. Wie hoch machst du jetzt deins so circa? Ich mache meins ungefähr doppelt so hoch. Okay, doppelt so hoch. Okay, ja. Mhm. Okay, jetzt nochmal zum Vergleich. Wir haben das Ganze jetzt wirklich nochmal ein bisschen größer gemacht. Hier muss ich, glaube ich, was anderes als Kies hinsetzen oder wir machen das ein bisschen anders. So, dann mache ich hier die Ecken natürlich wieder zu. Ich glaube, bei dem anderen habe ich auf jeden Fall die Ecken schon gemacht. Dann würde ich, glaube ich, sagen, fange ich jetzt oben oder unten an? Das weiß ich nicht so ganz. Wir müssen auf jeden Fall hier gucken, dass wir so eine kleine... Ja, der... man brennt aber auch nur kurz, ne? Man brennt ja nicht lange. Denkst du, wenn man einmal im Feuerwasser ist, dass man dann lieber abgespült werden soll mit Wasser? Vielleicht schon. Vielleicht ist es ein ja, bisschen besser. Ja, okay. Warte mal, wie? Achso, okay, ja. Doch, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Dann haben wir sozusagen hier direkt das Wasser, was einen ablöscht. Beziehungsweise, ich mache dann auch hier wieder Dings hin. So, wie heißen sie? Da, Schilder, genau. Ich zeig's euch einfach gleich. So, das müsste jetzt nicht durchlaufen eigentlich. Perfekt, okay. Das habe ich gemeint. Da kommen einfach die Schilder hin und man wird wieder abgespült. Okay, das bedeutet... Ja, ich hätte das jetzt auch mal nicht aus Dings machen können. Aber ich glaube, jetzt kann ich das nicht ändern. Egal. Okay, was hast du bis jetzt für coole Trolls drin? Dann kann ich mir irgendwas abklauen. Also, ich habe bis jetzt auf jeden Fall sehr schwierige Sprünge drin insgesamt. Ja. Dann habe ich Fake Wasser und Fake Lava drin. Ja. Ja, das war's. Okay, stimmt ja. Ich könnte vielleicht noch so viele Etagen machen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, die mache ich auch immer aus Gras. Das heißt, ich mache mir jetzt ein paar Etagen rein, wo er sozusagen immer so zickzackmäßig durchfallen müsste. Ich bin jetzt hier gerade am Ende auszuprobieren, wie das klappt. Na, schwierig. Aber man geht ja auch ein bisschen weiter springen, theoretisch. Beziehungsweise eigentlich wollte ich hier noch ein paar Hindernisse reinmachen. Ja doch, also von hier wird es klappen, theoretisch. Theoretisch hast du nicht geschafft, aber ich meine, es würde klappen. Moment. Nee, das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich glaube, man muss diesen ganzen Weg tatsächlich... Obwohl, man muss ihn jetzt nicht ganz richtig springen. Und ja, okay, jetzt hätte ich es geschafft. Dann mache ich jetzt hier noch ein Schild hin. Mit gewonnen. Warte, hier kommt hin gewonnen und auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, wir erschweren es natürlich dem Noob nochmal hier mit Glas. Das heißt, ich werde ganz viele so kleine Glasblöcke hin platzieren, die ihn sozusagen, ja, wie so Asteroiden abschirmen sollen. Da ganz viele kleine, so hier eins. Wirklich ganz, ganz viele. Okay, 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 wartet mal. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Er könnte natürlich dann immer noch auf das drauf. Dann machen wir es so, dass wir das so machen. Dann hat er, glaube ich, keinen Platz mehr. Beziehungsweise schafft den Sprung nicht. Dann haben wir das einmal so. Oh Gott. Dann kommt hier noch Barriers hin, mehrere. Da, da und hier. Und dann müsste er den Sprung trotzdem schaffen. Ja, auf jeden Fall. Okay, also... Oh, vielleicht machen wir das trotzdem weg. So, jetzt müsste er es auf jeden Fall... schaffen dürfen. Wir probieren es mal ganz kurz, Leute. Ich versuche mal perfekt zu fallen. Oh, das war jetzt nicht so gut. Aber fast geschafft. Das wird er schon hinbekommen, denke ich, Epic. Okay, oder hoffentlich eigentlich eher nicht. Dann mache ich hier noch ein bisschen Baumi hin, mache noch den oberen Abschnitt. Da werde ich auch so kleine Etagen machen. Und dann können wir einfach den Noob abholen und dann wird er es testen. Ganz kurz, wollen wir ihm eigentlich so, naja, Versuche geben, wie oft er es probieren darf? Also, ja, vielleicht so
Fünf Versuche? Ja, okay. Ja. Okay, also ich muss sagen, ich glaube, ich bin tatsächlich auch fertig. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Baumir hin. Das einzige Problem ist, meine Wege sind relativ kurz. Also man fällt relativ kurz. Ja, man fällt wirklich relativ kurz. Das ist ein Problem. Ja, eigentlich schon. Oh nee, warte ist mal. Ist es eher schwierig bei dir oder eher leicht bei dir? Ich weiß es nicht. Also an sich ist es, glaube ich, jetzt nicht so schwer, aber schon schwer. Ich kann es gar nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, so in einem Rutsch kann ich es jetzt nicht durchspielen, wenn ich ehrlich bin. Kriegt man das hin? Ja, komm, wir machen es dann so. Wir machen es einfach ein bisschen leichter. Dann hätte man hier sozusagen das Ding und dann würde man hier... Ja, man könnte es auf jeden Fall schon schaffen. Man könnte es auch theoretisch... Ups, man könnte es auch theoretisch vielleicht in einem Schwupsi schaffen. Okay, Epic, dann würde ich sagen, ich treffe mich mal mit dir draußen. Wollen wir dann erstmal bei mir... Ja, komm erstmal zu mir nach unten. Ja. Und dann gucken wir mal uns ganz kurz das Ende an und dann bei dir den Anfang. Hallo, guten Tag. So, ich muss erstmal... Wo bist du? Unten davor. Hallo, Entschuldigung. Ey, wo bist du? Ich bin drin hier, hallo. Ach so, hi. Hier bin ich. Also, guck mal, hier oben fängt es tatsächlich an. Da. Wir haben hier so ein kleines Herzchenlöchlein. Das ist cool, das sind verschiedene Etagen. Okay, ich verstehe. Ja, dann müsste man von hier, es ist ein bisschen leichter gemacht, von hier nach da. Da brennt man kurz. Es geht nach unten ja noch richtig doll weiter. Ja, da geht's dann durch. Hier sind komplette Blöcke und von hier dann da drauf. Das geht auf jeden Fall. Okay, es ist gar nicht so schwer, würde ich sagen, oder? Aber schon in einem Rutsch mit deinem. Ist dein schwieriger? Es geht. Vielleicht ist es sogar leichter. Schau mal, wir können mal oben durchbuddeln. Ja, warte. Wir können es ja dann eh verbinden, sozusagen. Ja. Oh, ich komme hier nicht durch. Hilfe! So, dann würde ich sagen, wir machen hier mal frei. Bei mir wäre hier das Loch insgesamt. Was hast du denn hier gebaut? Du hast es aus Schnee und Eis gebaut. Ich glaube, ja, doch. Vielleicht entweder dein oder... Also, ich glaube, meins kann ich nicht wirklich verschieben. Vielleicht können wir es noch ein bisschen größer bei dir hier einfach machen. Denkst du, das geht? Ja, das müsste gehen. Oh mein Gott, ich glaub, oh mein Gott. Das ist aber schwierig insgesamt. Das ist sehr schwierig. Muss gehen. Okay, du kannst mir gerne hier nach oben kommen. So, man hat dann hier... Oh mein Gott, das ist ja heftig. What? Was ist das denn jetzt hier auf einmal? Hallo. Ah, man muss sich entscheiden. Wohin? Ja, du kannst hier durchspringen. Und wenn du falsch springst, schau mal. Und tschüsselü, bist du wieder hier. Hallo. Oh. Und das war aber noch nicht alles. Ich kann noch einen Schwierigkeitsgrad einstellen. Was? Schau mal, Katja. Es schneit. Oh mein Gott, Epic, was hast du hier gemacht? Kriegt man überhaupt diesen Sprung hin? Ja, natürlich. Also ich habe den bis jetzt noch nicht geschafft, also, ne? Also ich habe den schon geschafft. Oh mein, du hast ihn mal... Oh, jetzt habe ich ihn geschafft. Ja, ich habe alles schon geschafft. Ich habe alles getestet. Oh, und dann muss man gucken, dass man... Da muss man hier durch, da muss man hier, damit... Wir müssen das, glaube ich, ein bisschen... Katja, wir müssen deins vielleicht ein bisschen verschieben. Ja. Weil bei mir kommt man hier durch. Schau aber mal, hier. Ich weiß nicht, ob man muss halt am Ende hier rauskommen, ne? Schau mal, wenn man hier durchgeht. Oh, ich glaube, wir müssen jetzt einen Tick verschieben. Ganz, ja, wir können es auch ein bisschen größer machen von mir aus, dass wir es einfach so groß machen dann. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann müsste man das gut schaffen. Schau mal, von hier. Ja. Hier durch. Vielleicht geben wir dem Noob ein paar mehr Chancen, würde ich sagen. Ja, vielleicht so 10 Versuche? Ja, wenn nicht sogar mehr. Okay, das ist sehr schwierig, aber wir gucken mal, wie er das meistern wird. Da würde ich sagen, wir holen mal den kleinen Noob ab, zeigen ihm das Ganze. Bin gespannt, was er dazu sagen wird. Und den Schnee sollten wir vielleicht erstmal ausmachen, würde ich sagen, oder? Und... Hallo Noob! Hi, bist du bereit? Moment mal, du wirst jetzt den Dropper machen. Ich schaffe das locker. Du hast insgesamt 10 Versuche. 10 Mal. Ich schreibe dir das immer auf. Kein Problem. Und ansonsten, wenn du es nicht schaffst, bekommen wir auf jeden Fall deinen kleinen Schatz. Der Epic ist hier oben. Ich fliege mit. Und dann würde ich sagen, ich schreibe ganz kurz mal auf. Erster Versuch. Und dann würde ich sagen, auf die Plätze. Fertig. Und los! Ich bin so gespannt, ob der Noob das schaffen wird. Okay. Er muss sich jetzt auf jeden Fall entscheiden, wo er reinspringt insgesamt. Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz. Ich hoffe, er schafft es halt. Und? Er hat es direkt geschafft. Huh? Er geht direkt weiterfliegen. Er wurde weggeschnetzelt. Oh, what? Okay, gut, dass du auf jeden Fall oben bist. Dann bleib ich jetzt direkt mal hier unten und schau mal, wie weit er kommt. Okay, erster Versuch hat er nicht geschafft. Dann gehe ich mal den zweiten Versuch andeuten. Okay, ich bin bereit. Noob, du kannst springen.
Okay, ich sehe ihn. Oh, er hat direkt nicht geschafft. Okay. Tatsächlich, er wurde weggeschnetzelt. Dann haben wir schon den dritten Versuch jetzt. Und dritter Versuch, Noob. Let's go. Okay, er springt. Er hat Damage bekommen. Er ist wieder aufgeflogen. Nein, Epic. Ich glaube, der Noob schafft das nicht so gut. Das stimmt. Ich glaube, das ist richtig doll knifflig insgesamt. Warte, es ist jetzt sein vierter Versuch. Wenn... Huh? Er hat es weitergeschafft gerade. Moment, er ist einfach gesprungen, ohne dass ich was gesagt habe. Hey, Noob, was ist da denn los? Okay, er hat es auf jeden Fall weitergeschafft. Wir könnten natürlich auch gucken, dass wir es ihm nochmal ein bisschen einfacher machen. Vor allem am Anfang vielleicht. Soll ich ihm mal ein bisschen Schnee wegmachen? Ja, das kannst du machen. Okay, guck mal. Also ich glaube, wir haben schon echt, echt böse gebaut. Guck mal, da mache ich mal hier so ein bisschen Schnee bei dir weg. Hier so vielleicht. Okay, da würde ich sagen, das ist jetzt dein fünfter Versuch, Noob. Du hast jetzt gleich die Hälfte geschafft. Da würde ich sagen, auf die Plätze, fertig und los. Du kannst springen. Okay, er springt wieder. Oh, 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 oh. Und oh, er ist hier aufgekommen. Oh nein. Oh, das war knapp. Ja. Aber ich glaube, er ist ein bisschen weitergekommen. Okay, da würde ich sagen, sechster Versuch, Noob. Auf die Plätze, fertig und spring. Und er springt, Karte, er kommt gleich zu dir, er kommt gleich zu dir. Ich sehe ihn. Oh, oh. Oh, nein. Okay, das ist schon echt schwierig. Ich überlege, ob ich das ihm das noch ein bisschen einfacher machen könnte. Ja, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was wegmachen. Oh Gott, wir gehen den ganzen Chopper hier auseinandernehmen für den Noob. Okay, warte, ich schreibe mal ganz kurz auf. Siebter Versuch. Okay, dann wird jetzt hier der siebte Versuch ausprobiert. Noob, du kannst loslegen. Hier unten wird es ja dann weitergehen. Er kommt, Kat, er kommt. Und er hat es wieder nicht geschafft. Ist das so schwer hier? Er hätte noch zwei Versuche hier. Nee, drei. Er hat ja noch den achten Versuch auch noch. Okay, dann schreibe ich mal ganz kurz achter Versuch drauf. Für den achten Versuch habe ich mir überlegt, wir können es ihm wirklich nochmal ein bisschen leichter machen. Dann kommt jetzt hier Slime hin. Okay, jetzt könnte er es theoretisch schaffen. Okay, achter Versuch, auf die Plätze, fertig. Los, Noob, okay, mach das. Er müsste kommen, Karte. Oh. Oh, wo ist er hin? Oh, hey, 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 hey. Okay, er ist hier, warte, 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 warte. Okay, jetzt wird's spannend. Er könnte es schaffen und er hat's nicht geschafft. Du musst wieder nach oben, Noob. Okay, aber das ist schon mal einfacher. Er hat noch zwei Versuche, Epic. Das wird so, so knapp. Auf die Plätze, fertig und los geht es. Er springt mal wieder, mal gucken, wann er hier unten ankommt. Da, was jetzt sehe ich noch keinen Noob. Und er fliegt und er hat es geschafft beim neunten Versuch. Als ob, hey Noob. Was ist denn da los? Er hat unsere beiden Dropper geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du hast meinen und Epics Dropper richtig gut geschafft. Du hast zwar 9 Versuche gebraucht, aber deinen Schatz kannst du damit offiziell behalten. Hast du sehr gut gemacht. Okay, ich muss sagen, du bist wirklich der wahre Dropper Noob Profi. Sehr gut. Aber Epic, die Dropper waren so lustig und wirklich so schwierig. Vor allen Dingen, guck mal, wie viel wir ändern mussten, weil sonst hätte man es, glaube ich, ganz und gar nicht geschafft. Er hat es gerade so beim 9. Versuch geschafft. Ich glaube, das war auch super, super schwierig. Aber ich muss sagen, es sollte ja auch ein bisschen schwierig sein, sonst wäre es ja langweilig. Guck mal, von dort, da lang. Und am Ende hat er hier einfach das Ziel erreicht. Epic, ich bin trotzdem stolz auf uns. Guck mal, was wir hier gebaut haben. In so kurzer Zeit. Und es war so schwierig. Ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Das Vor allem stimmt. Deins auch nicht. Du hattest sogar noch Schneewelle und alles. Ja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.